Wir sprechen heute mit einem Experten für Religion. Sie können sich vielleicht kurz vorstellen mit Namen und Beruf. Ich bin Andreas Schwendener, evangelischer Pfarrer und Redaktor für eine Kirchenzeitung seit 22 Jahren. Und wir sprechen heute über die Frage, warum in der Schweiz die Landeskirchen mit Mitgliederschwund kämpfen und warum im Besonderen die Protestanten am meisten Mitglieder verlieren. Warum ist das so? Das ist eine schöne, interessante Frage. Die Zahlen der Katholiken nehmen weniger ab als die der Protestanten. Das zeigt die Statistik. Das hat aber mit der Einwanderung zu tun aus südlichen Ländern, wo vor allem Katholiken leben, Spanien, Portugal, Italien. Dann wird auch argumentiert, es werde ausgetreten, um Geld zu sparen. Aber auch dieses Argument sagt eigentlich nicht, warum die Protestanten mehr austreten. Um darauf zu beantworten, muss man schon die Theologie der Evangelischen anschauen. Die Evangelischen haben eine Grundlage, eine Theologie, die eigentlich die Kirche nicht lebensnotwendig erklärt. Bei den Katholiken ist das noch ganz klar. Du musst dich taufen lassen, um überhaupt mit dem Geist in Verbindung zu sein, mit dem Geist Gottes, um später, wenn du stirbst, nicht irgendwo in der Hölle zu landen. Und auch brauchst du die Eucharistie, um von diesem Gnadenbrot zum wahren Leben zu kommen. Die Evangelischen haben diese Macht der Kirche abgeschafft. Der Zwingli hat gekämpft dagegen, dass man das Brot und den Wein als Leib und Blut Christi interpretiert, ein Akt des einzelnen Menschen, der das Gedächtnis pflegt, ein Akt des Erinnerns, der Anamnese, und das ist ein persönlicher Akt des Glaubens. Der einzelne Mensch übernimmt quasi die Rolle der Kirche und ist frei, direkt mit Gott zu kommunizieren. Das nehmen die Protestanten auch wahr, irgendwo unbewusst. Es gibt noch einen kleinen Druck, dass man in die Kirche gehen sollte, aber das ist eigentlich theologisch nicht haltbar, dass man da irgendwie ein besserer Mensch wird oder eher in den Himmel kommt. Das können Protestanten durchaus sehen und eigentlich brauchen sie die Kirche nicht mehr, außer sie sagen, ich bin solidarisch mit der Kirche als sozialer Organismus, der was Gutes tut für diese Gesellschaft. Das ist der Grund, warum viele in der Kirche bleiben, aber für Seelenheil brauchen wir unsere Kirche nicht mehr. Gut, vielen Dank für diese sehr interessante Erklärung. Wir sehen uns bald wieder. Guten Tag und schön, dass ihr dabei seid. Wir treffen uns heute mit Andreas Schwendener. Er ist Pfarrer und wir diskutieren zu der Frage, warum die Landeskirchen immer mehr Mitglieder verlieren. Und ganz speziell zu der Frage, warum die Protestanten anteilmäßig mehr Mitglieder verlieren als die Katholiken. Guten Tag, Herr Schwendener. Können Sie uns erzählen, was Sie beruflich gemacht haben und warum Sie diese Frage besonders gut beantworten können? Ich bin evangelischer Pfarrer. Seit 22 Jahren mache ich die Redaktion des Kirchenboten und ich beschäftige mich sehr mit unserer Kirche. Sie liegt mir auch am Herzen. Und ich finde Ihre Frage einfach blöd. Immer kommen diese Medien mit diesen Negativschlagzeilen. Ich habe es langsam satt, auf solche Fragen überhaupt noch zu antworten. Wir haben sehr vieles Gutes, Wunderbares zu sagen vom Evangelium her, eine Botschaft, die die Menschen brauchen, aber die Medien interessieren sich einen Scheiß dafür. Fragen Sie mich doch etwas über den Inhalt, über die Botschaft, über die Erlösung, über das wunderbare Reich Gottes, das auf uns zukommt. Ja, das ist auch ein interessantes Thema. Heute haben wir aber angekündigt, dass wir zum Mitgliederschwund sprechen. Vielleicht könnten Sie dazu doch etwas sagen und das auch in einen Zusammenhang bringen mit der Botschaft Gottes. Der Mitgliederschwund wird von den Medien dramatisiert. Der findet überhaupt nicht statt. Der existiert nicht. Der existiert nicht. Wir haben einfach eine große Einwanderung von Katholiken, die Statistik irgendwie verschiebt. Wir haben natürlich einige reiche Leute, die da irgendwie vom Steuerberater den Tipp bekommen, wenn du zur Kirche austrittst, dann kannst du viel
Geld sparen, aber das sind Peanuts, die unserer Kirche geht es gut, die lebt, die wächst. Also ich weiß nicht, wo das Problem liegt und warum sie immer auf diesen Negativschlagzeilen herumreiten. Ja, die Zahlen sprechen eine klare Sprache und die Finanzen der Kirchen, der Landeskirchen sprechen auch eine klare Sprache. Den Kirchen geht es nicht gut, sie suchen nach anderen Finanzierungsmöglichkeiten. Wo sehen Sie da Möglichkeiten? Auch da sind sie einfach irgendwie irgendwelchen Schlagzeilen aufgesessen. Den Kirchen geht es gut, die sind perfekt organisiert in unserem Staat. Wir haben offiziell anerkannte Religionsgemeinschaften, die Steuern einziehen können. Die Pfarrer, alle Angestellten sind bestens bezahlt, gute Pensionskassen. Man kann neue Projekte machen. Was soll das denn? Kirchen geht das Geld aus. Also, wo haben Sie das her? Das sind die Statistiken, die soeben erschienen sind. Und aus denen geht hervor, dass beide Landeskirchen mit Mitgliederschwund kämpfen, sogar die jüdischen Gemeinschaften kämpfen mit Mitgliederschwund. Und interessanterweise haben aber die Katholiken ein weniger großes Problem als die Protestanten. Also ich meine, es geht ja sowieso um den Leib Christi. Das ist die Gemeinschaft derer, die mit Gott leben, in Christus verbunden sind. Ob das Katholiken sind, Protestanten sind, ob sie dazu gehören, zu einer Kirche, zu welcher auch immer. Was kümmert uns das? Es ist doch wichtig, dass der Leib Christi, diese neue Menschheit, diese Extrakt des Kommenden wächst. Und wenn man immer so nur auf Geld, Zahlen, Wachstum schaut, das gibt einen völlig falschen Fokus auf das, worum es geht. Darum habe ich Ihnen gesagt, schon am Anfang, diese Frage ist einfach lächerlich. Kümmert euch doch mal um den Inhalt der Religion. Und der wäre Ihrer Meinung nach? Das ist, dass wir von Gott abgefallen sind, aber trotzdem im Bilde Gottes geschaffen sind, dazu veranlagt, das Ganze zu fassen, mit Gott in Beziehung zu treten. Und alles ist eigentlich bereitet, dass diese Verbindung wieder herkommt. Aber die Menschen gehen heute über verschiedenste Wege, suchen sie diese Verbindung, sie erinnern sich an diesen Urzustand, sie bemühen sich, sie nehmen auch andere Religionen als Hilfsmittel. Das soll uns eigentlich nur erfreuen, dass die Menschen selbstständig unterwegs sind. Und ich habe keine Angst um diese Kirche, oder das ist das Kollektiv der Menschheit, die Morgenröte auch hinaufführt, ein neues Zeitalter, wo die Menschen wieder mit Gott verbunden sind, wo wir alle Religionen zusammenarbeiten und da nicht über so Statistiken und Zahlen und solche Sachen streiten sollten, bitte. Gut, ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen, Herr Schwendener. Bis zum nächsten Mal. Danke vielmals. Ja.